Raus mit dem Alten, rein mit dem Neuen. Herzlich willkommen zur Saison 2024. Dich erwarten einige Änderungen, von Terrainanpassungen bis hin zu neuen Monstern und Gegenständen. Bereit? Dann lass uns loslegen. Moment, wo sind wir? Oh, auf der oberen Lane. Diese Mauern sind anders. Und sieh dir das an, das hohe Gras ist jetzt in der Mitte vom Fluss. Damit lässt es sich nicht mehr so leicht aus dem Dschungel ganken. Und Toplaner können sich auf ihre Lane-Gegner konzentrieren. Und das sind nicht die einzigen Änderungen an der Karte. Hier auf der mittleren Lane wurde das hohe Gras weiter nach hinten verlegt und wir haben die Mauern für eine bessere Symmetrie auf der roten und blauen Seite angepasst. Damit sollte die mittlere Lane für viele Champions sicherer sein, vor allem für weniger mobile Magier. Apropos Sicherheit. Wir haben auch die Mauern gegenüber Baron und Drachenhort verändert, damit du sicherer durch den Dschungel zu den anderen Lanes gelangst. Unten gibt es einen neuen Gangpfad auf der roten Seite, um die Karte symmetrischer zu gestalten. Das hohe Gras ist jetzt in der Flussmitte, damit Teams vernünftiger um die Sichtkontrolle kämpfen können. Seid wachsam da unten! Neue Dschungelpfade sind nicht das Einzige, worauf du diese Saison achten solltest. Ein neues Leerenmonster hat sich in der Kluft eingenistet. Im frühen Spiel erscheint ein Lager mit 3 Leerenlarven im Baronhort. Wenn du eine Larve angreifst, erscheinen kleinere Leerenmilben. Das Töten einer Leerenlarve gewährt deinem gesamten Team einen permanenten Buff, der beim Angreifen von Türmen Schaden über Zeit verursacht. Mit jeder getöteten Larve wird der Buff stärker. Ein paar Minuten nachdem die ersten 3 Larven getötet wurden, erscheinen 3 weitere. Sollte dein Team alle 6 töten, bekommt ihr den maximalen Buff. Wenn ihr einen Turm angreift, verursacht ihr Schaden über Zeit und ruft Leerenmilben herbei, die euch bei der Zerstörung helfen. Denk daran, dass jede der Larven einen Bonus gewährt. Du musst dich sofort das ganze Lager leeren. Bereits eine einzige kann hilfreich sein und sonst bekommt dein Gegner alle 6. Nach 14 Minuten verschwinden alle verbleibenden Larven und der gute alte Herold der Kluft betritt das Spiel. Mit einem neuen Look. Ist es seine natürliche Schönheit oder hatte er womöglich eine Leerenverjügungskur? Wer den Herold besiegt, kann ihn wie immer auf einer Lane beschwören und mit ihm Türme einreißen. Oder es kann irgendein Mitglied des Teams auf ihn springen und das Monster steuern, während es wie ein Kampfschlitten vorwärts stürmt. Wenn du den Herold in einen Turm rammst, verursacht er zusätzlichen Schaden. Triffst du gegnerische Champions, erleiden auch sie Schaden und werden hochgeschleudert. Bei einer Kollision mit Terrain oder einem Turm ist der Ritt zu Ende und eine Abklingzeit wird ausgelöst. Im Fall von Türmen wird sie zurückgesetzt, bei einer Mauer musst du etwas länger warten. Und Abfahrt! Reden wir jetzt über... Was war das? Baron Nashor, der leerengeborene Tyrann der Kluft, ist zurück und übler als je zuvor. Du wirst wissen, wann er eintrifft. Bei der Ankunft nimmt er eine von 3 Formen an. Jede bietet den gleichen klassischen Buff, verändert aber, wie er kämpft und wie sein Hort aussieht. Und das ist nicht alles. Mit seinem Erscheinen breitet sich der Einfluss der Leere über die Karte aus und erfüllt den Kluftkrabbler, Dornenrücken und Wächter mit dunkler Macht. Der leerengeborene Kluftkrabbler wird robuster und schwerer zu töten. Bei seinem Tod löst er eine Explosion wie die Seherblüte aus, die alle gegnerischen Champions und Augen in einem großen Bereich aufdeckt. Auch die leerengeborenen roten und blauen Buffs sind etwas zäher, gewähren aber ihren Effekt allen Teamkollegen, die gerade am Leben sind. Also kein Streit mehr darüber, wer den blauen Buff bekommt, okay? Apropos coole neue Buffs, reden wir über die Höllenkluft. Alle elementaren Kluftversionen wurden leicht verändert, um das neue Grundterrain zu berücksichtigen. Die Bergkluft hat dabei einige Mauern verloren, aber die Höllenkluft haben wir komplett verändert. Wir haben aktuell noch kein fertiges Gameplay-Material, also werde ich es mit Worten beschreiben. Anstelle einer ausgebrannten Feuerlandschaft wird überall auf der Karte Höllenglut verteilt. Das Einsammeln dieser Glut gewährt kurzzeitig Lauftempo und einen Wertebuff. Bei deinem Tod hinterlässt du die Hälfte deiner Glut und andere können sie sich schnappen. Du brauchst sie ja eh nicht mehr, oder? Wie in jedem Jahr gibt es Änderungen an den Gegenständen. Und zwar eine Menge. Zum einen gibt es keine mythischen Gegenstände mehr. Raus mit euch! Stattdessen werden wir für mehrere Klassen Dinge hinzufügen, entfernen und überarbeiten. Magier, Assassinen, Tanks, Verzauberer, Kämpfer und Schützen werden einige Änderungen bemerken, wenn sie sich in dieser Saison ausrüsten. Zum Beispiel das neue Sturmblitz für AP-Assassinen und Burst-Magier, die ihren Gegner wirklich schockieren wollen. Zudem überarbeiten wir die Questgegenstände der Supporter. Es gibt für sie nur noch einen einzigen Gegenstand mit minimalen Werten zu Beginn des Spiels.
Du verdienst damit Gold, indem du Vasallen jeglicher Art besiegst oder gegnerische Champions mit Fähigkeiten oder Angriffen triffst. Stufe 2 schaltet das Auffüllen von Augen frei. Am Ende kannst du je nach Spielstil zwischen verschiedenen Aufwertungen wählen. Ob du lieber deinen Carry beschützt oder aggressivere Support-Taktiken bevorzugst, wir haben was für dich. Während du auf der neuen Karte mit neuen Monstern und Gegenständen herumläufst, achte auf alte Rivalitäten. Wir haben eine Reihe Champion-Quests hinzugefügt, die ausgelöst werden, wenn gewisse Champs im gleichen Spiel sind. Du erhältst einen kleinen Buff, wenn du deinen Rivalen im Gegnerteam besiegst. Es wird das Spiel zwar nicht groß beeinflussen, aber endlich könnt ihr Renekton-Mains Nassos 1 auswischen. Viele unserer Änderungen in diesem Jahr zielen darauf ab, Spielmechaniken und Systeme verständlicher zu machen. Dieses Ziel umfasst eine Menge der zuvor erwähnten Anpassungen oder kleinere Dinge wie vereinfachte Kurzinfos. Die Kluft soll auch ein stimmungsvolleres Ambiente bieten. Wenn du genau hinhörst, merkst du, wie sich die Musik im Laufe des Spiels ändert, je nachdem, wo du bist und was du tust. Hallo Baron Boss Musik! Und du kannst mit deinem Team in einer Sprache feiern oder mitfühlen, die jeder versteht. Dem Fistbump. Okay, so viele Informationen. Fassen wir zusammen. Neues Terrain bedeutet neue Gangpfade in jeder Lane. Es gibt leere Larven, du kannst mit dem Herold der Kluft in die Schlacht reiten, der Baron ist fieser und die Leere ist überall. Die Höllenkluft ist komplett anders, es gibt neue Gegenstände, manche Champs haben ein Hühnchen zu rupfen und Fistbombs explodieren mit Funken und Feuerwerk. Puh, klar soweit? Gut. Wenn dir das nicht gereicht hat, findest du alle Details im unten verlinkten Artikel. Bereite dich also gut vor und wir sehen uns im Januar, wenn die Saison 2024 beginnt.